Bleiben Sie bei Kotal Kahn. Kapitel 5. Sonya Blade. Wir sind zurück mit Mortal Kombat X. Hey Jungs und Mädels, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil ist ja nicht so gang und gäbe. Heute wieder Backwurzen verteilen natürlich. Klassischen Stil. Die Exodus-Einwanderung der Unterweltler hat begonnen. Es gibt Verluste. Eine der Flüchtlinge wurde am nördlichen Perimeter entdeckt. Aber wir sind am Start. Oh nein. Das ist eine von Kanos Halsbinden. Oh. Informiert Li Mei. Wir untersuchen das. Und wir sind jetzt als Sonya unterwegs. Als 50-jährige Grandma. Was gibt es? Grandma. Das Amulett wurde gestohlen und durch eine fast perfekte Replik ersetzt. Verdammt. Ach, scheiße. Etwas stimmt nicht. Ich melde mich sobald. Raiden? Huh? Lieutenant, Sie müssen mit einem Team nach Fort Charles. Sehen Sie nach Raiden und erstatten Sie Bericht. Was ist los? Yo, Johnny. Gibt's was Neues von Colonel Fleck? Ja, so. Warum belästigen Sie mich? Und ich so, weil meine Ex eine absolute Nervensäge. Ach, seine Ex? Wo bist du hin? Okay. Du kannst nicht einfach abhauen. Ich steck auch mit drin. Nicht meine Entscheidung. Dank deinem Kumpel, Minister Blake. Minister Blake? Hat uns damals schon auseinandergebracht. Du vergräbst dich in die Arbeit. Oh. Nie Zeit für mich oder Cassie. Ich hatte Verantwortung. Sorry, dass du nicht immer im Mittelpunkt stehst. Ehestreit. Es gab eine Zeit, da hast du dich mehr um deine Familie gesorgt als um deinen Job. General. Hm. Das ist das Problem. Nö, vor 25 Jahren. Wir sind keine bösen Zauberer. Quan Chis Festung. Erwachsen. Quan Chi sollte seine Man Cave mal aufräumen. Immer noch sauberer als deine. Vergleichst du etwa mich mit Quan Chi? Nur ein Punkt Sauberkeit. Ich habe auch eine Man Cave hier, die werde ich euch auch bald mal vorstellen. Aber das sind keine Totenschädel. Nee, sind keine. Was ist das? Wunderwasser. Ich würde das nicht tun. Ach, komm schon. Wo ist dein Sinn für... Oh. Abenteuer. Tja. Du willst ein Abenteuer. Oh, Reza. Das sollst du haben. Feuer! Du bist ein bisschen hoch. Da bist du hoch. Okay, das funktioniert nicht so. Oh, Eismann. Ich brauche deine Soldaten nicht. Aber ihr beide werdet mir gute Dienste leisten. Nach eurem Tod. Shit. Okay, jetzt ist er dran. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir, glaube ich, 4 Leute vermöbeln. Oder das sind 4 Leute. Da ist hier einmal Mr. Quang Chi, einmal Reptile, einmal Sub-Zero. So wie ich das sehe. Und Jax, ja. Nochmal den vermöbeln. Zack. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Okay, Sonya. Sonya time. Oh, fuck. Ich burne. Ich brenne. Oh, die Feuerwehrkuli. Oh, nice. Wow, was die Alte ist voll schnell. Boah, krasser Fobak. Die hat echt Geschwindigkeit drauf. Die hat Stil. Die hat Klasse. Die hat einfach alles. Brüste hat sie übrigens auch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wir kommen auf jeden Fall nach der Mutter. Hat man bei der Cassie auch gesehen. Die hat ordentlich Power. Und jetzt erstmal Wrestlegriff. Also auf den Uppercut von oben und von unten. Und da kommt der. Und der. Richtige Sonya Blade und ein Pfeil gerade nach oben. Was? Pfeil gerade nach oben. Oh, ich brauche unbedingt. Yes. Boah, die ist echt. Alter, die ist echt gut. Was sind das im Hintergrund da eigentlich? Guck mal. Hi. Shit. Yo, Combo gebreakt. Yes, die Alte ist echt gut. Kann ich mich nicht beschweren. Vielleicht ist Reptile auch nur so scheiße. Ach, Scorpion meine ich natürlich, nicht Reptile. Ich bin ganz auf Reptile, da ist der Scorpion. Aber es sind beide irgendwas mit Insekten. Ha, verfehlt und das war dein Tod. Schon so ein Knockout. Sonya Blade wins. Okay, jetzt geht's gegen ihr, gegen Sub-Zero. Also den verfluchten Sub-Zero. Und gegen verfluchten Jax. Oh, und ein Schlag auf die Mütze. Das kann das Ganze rückgängig machen. Die anderen immer noch vereist da hinten. Er steht wieder auf. Ja, da ist er wieder. Der sieht echt nicht gesund aus. Es ist aus. Nur eine Verzögerung. Das Unvermeidliche steht bevor.
Au! Fuck. Oh mein Gott. Shit. Was kommt jetzt? Oh nein, wird er jetzt zum bösen Johnny? Ja, scheinbar, guck der. Der wird einfach rausgesaugt aus dieser komischen Masse irgendwo hergestellt. Yo, sie gibt auf jeden Fall noch Saures. Jetzt kriegt sie vielleicht die Aura, weil er kurz im Sterben ist, oder? Nicht, dass ich jetzt spoiler. Du wirst nicht lange tot sein. Yo, jetzt geht's gegen Jax. Wetten? Das werde ich nicht zulassen. Ja. Sonya Blade, fuck off, man. Ich hab dich damals schon nicht gewocht. Auf das, der ist ganz gut, der Kick. Oh shit, aber der kann auch so schießen. Aber der ist echt ganz gut. Fuck, gotcha. Nein. Oh fuck. Yes, Hammer Time. Oh fuck, aber jetzt hat er mich, glaube ich. Ah shit. Yes. Nice, was war das? Ja, nach oben. Schön, weil sie gesprungen ist. Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Essen kein Scheiß, ne? Weil kommt ja nichts raus dabei. Yes. Fuck, okay. Combo Breaker. Nein, er hat mich wieder. Er hat mich. Gotcha. Yeah. Wo kommt die Faust auf einmal her? Yes. Oh nein. Fuck. Ja, der muss da weg. Shit. Jax hat mich noch erwischt. Jax. Fuck. Alter, du machst immer das Gleiche. Du bist wie so eine Frau bei Computerspielen. Vor allem bei Street Fighter und so. Sobald sie einmal rausgefunden haben, was man machen muss, kommt jetzt der X-Ray. Fop! Erstmal hinten so irgendwie alles brechen, was geht. Hinterkopf, Rückgrat, Kopf vorne. Was hatten die eigentlich für coole Sachen dabei? Ist das so eine Freundin des Nähens. Deswegen hat sie immer einen Nähfaden dabei und kann sie immer den Nähfaden beim X-Ray einsetzen. Yes, er ist down. Cool, habe ich gar nicht gecheckt. Der da hinten guckt nur so. What? Tut mir leid, Jax. Du, er ist nicht mehr Jax. Und er ist am Verbluten. Ich bring dich hier raus. Das wird wieder. Das wird. Weiß nicht. Blut sollte eigentlich drin sein. Oh ja, jetzt muss sie gegen ihn kämpfen, damit es wieder zurückkommt. Einfach auf den Kopf springen und dann wieder reintrunken. Raiden, man. Ich muss den Zauber umkehren. Kata, Ramaleko, Esaltik, Perfekt. Kata, Ramaleko, es funktioniert. Essensalta. Werden jetzt kommt noch was. Ihr könnt ihn nicht. Ich wollte gerade sagen, ja, hier. Oh nein. Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Du bist schwach, Donnergott. Johnny Cage gehört mir. Okay, los geht's. Nein, er gehört mir. Ich dachte, Raiden. Rette ihn. Ich muss jetzt mit Raiden kämpfen. Aber es ist ja Kapitel 5, Sonya Blade, deswegen. Alter! Oh nein, er saugt mir meine Seele aus. Shit. Aua. Ey, das ist nicht gesund, Alter. Ja, Combo Breaker. Jo. Nein, er hat schon wieder diesen Kopfstand. Dingsbums. Du Pisser. Erstmal ordentlich die Mütze vermöbeln. Ach, scheiße. Yes, Sonya Blade. Uppercut nach oben mit den Füßen ist echt gut. Ah, shit. Ah,
Ja. Yo, der ist geil. Der ist genial. Der ist noch besser. Ah. Nein, er saugt mir meine Seele aus. Okay, dafür kriegst du den. Und den. Und den. Oh. Ja, von unten, der funktioniert immer. Yes, jetzt ist Schicht im Schacht, Kollege. Schicht im Schacht. Fuck. Und tschüss. Ja, der Sonya Blade, Steilpfeil nach oben, der ist gut. Das war nicht mal annähernd, was du verdienst. Das sah was im Gesicht, Alter. Sexy ass. Jawohl, wieder zurück ins Nimmerland. Und niemals die Strahlen kreuzen. Die Verbindung zu Quan Chi ist noch nicht durchdrängt. Kein Problem. Oh, ich muss irgendwas drücken, bitte. Ja. Boing. Bitch slap. Pitch slap. Bitch slap. Und nochmal. OB. Raiden. No fuck, verfehlt. Falsche Taste. Sieht nicht mehr so gut aus, der Kollege. X. Au. Ah. Au. Ich glaube, das ist echt nicht gesund. American History X-Style ist das ja fast schon hier. Nicht hingucken, bitte. Oh. Oh. No. Jawohl. Voll in die Nüsse. Oh Mann. Oh, blutige Scheiß. Oh, sind die alle weg? Guck mal. Ist ja gleich für alle gemacht, oder wie? Jetzt ist er auch mal viel blackier. Was? Er hat wieder seine normale Hautfarbe. Sagen wir so. Nara la feta. Feta Käse. Die anderen weilen wieder unter den Lebenden. Cool. Durch Verbindung Quan Chis dunkler Magie mit meiner eigenen konnte ich ihre Seelen wiederherstellen. Jetzt schon drauf, der Raiden, hey. Vorhin zwar nicht so im Kampf, aber hier. Wird er es schaffen? Hab ich's dir nicht gesagt? Er ist ein Gott. Du hast mich zu Tode erschreckt. Und es hieß immer, ich wäre nichts für Horrorfilme. Oh, was war das? Er ist fort? Wie konnte er? Wir müssen ihm nach. Er kann warten. Erstmal müssen wir dich und die anderen zurück ins Erdenreich bringen. Jo. Auf jeden Fall. Aber hinten anstellen, da sind einige. Name? Ra'em Eidu Kaire. Danke. Na gut. Sie scheinen diesen Kano sehr gut zu kennen. So würde ich es nicht nennen, aber ja. Ich habe ihn Jahre verfolgt, bis er nach Shinnoks Invasion in die Außenwelt floh. Warum kehrt er jetzt zurück? Jetzt zählt nur, dass wir ihn... Oh? Fassen. Oh. Hab dich. Tarnfunktion. Tarnfunktion, jetzt geht's los. Wohin geht's? Tja. Tja, Kano. Hallo, Liebes. Ist lang her. Nicht lang genug. Hier ist General Blade. Ich brauche sofort MPs bei meiner Position. Och. Regeln wir das unter uns. Ein Handel. Infos für Freiheit. Ich verhandle nicht mit Abschaum. Na dann, wenn die Mutter nicht mitspielt, vielleicht ja die Tochter. Wag es nicht. Zisch ab. Und alles ist gut. Das ist auf jeden Fall die Mutter. Ist ans Bein und Cassie lernt Onkel Kano kennen. Ich schwör mein Gott. Kano hat damals ja gegen Sonya gekämpft im Mortal Kombat Film. Jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir also die Alte, die immer noch was drauf hat. Oh! Ich muss gerade gucken, wer ich überhaupt bin. Ich dachte mir gerade, habe ich das als Sonya gerade gemacht? Irgendwie ist der Typ bei, als wir in der Unterwelt gegen ihn gekämpft haben.
Jawohl, immer X-Ray. Und hier kommt wieder der Knacker. Damals in jungen Jahren, wie in alten Jahren, ist natürlich auch noch dabei. Brüste hängen auch noch raus. Von daher alles easy. Shit. Eigentlich sollte ich das gewinnen. Wäre nicht schlecht. Fuck. Fuck, aber sieht nicht danach aus. Yes. Yes! Oh, knappes Ding. Ohne Fleiß kein Preis. Jo. Okay, auf zur zweiten Runde. Ey! Hey, das zählt nicht! Boah, jetzt legt er aber los, hey Kano. Onkel Kano, lassen Sie mich mal. Oh mein Gott, da kommen schon die Gegner rein, siehst du es? Ich guck gerade hinten auf die Gegner. Was hinten so passiert. Man muss ja auch ein bisschen gucken, was immer im Hintergrund der ganzen Sache passiert. Yeah! Shit. Ha! Der hätte gerade den Typen da voll fertig gemacht. Ah, shit. Okay, Combo Breaker. Ah. Nein, 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 nein. Oh, das ist unfair. Das ist unfair. Weil er kann immer so die Combo-Sachen machen. Oh, was? Es geht schon los? Alter! Hey, das zählt nicht. Das zählt nicht, eindeutig nicht. Das zählt nicht. Das können wir so nicht durchgelassen. Da müssen wir nochmal auf jeden Fall die Kampf... Oh. Richter nochmal fragen. Guck mal, da hinten kann man was machen. Ah ja. Shit, guck mal. Ah. Der macht immer so viel Schaden. Nein, jetzt tötet er mich. Nein, tötet er nicht. Yes, da hinten jubeln einfach nur. Shit. Ich hab da so ein paar Schnitte hier. Noch nicht fertig mit dir. Oh, weiter geht's. Sich. Na gut. Okay. Na gut, lass mich los. Sonja, lass das. Bring mich um. Findest nie das Amulett. Move, move, move. Das ist keine Übersetzung. Wir brauchen ihn noch. Sonja, mach nichts, was du später bereust. Tja. Rede.